Die Afanios haben den Winter überlebt und genießen die ersten Sonnenstrahlen in einem Teich, der lediglich 15 cm Tiefe hat. An der tiefsten Stelle vielleicht knappe 25. Und wie ihr seht, sind auch junge und auch alte gemeinsam, die den Winter überlebt haben, der dieses Jahr nicht wirklich schlimm war, aber es beweist, dass diese Afanios mento durchaus in der Natur draußen überwintern können. Ihr seht auch, die Frösche haben auch schon fleißig abgeleicht, mitten rein in die Wildnis. Ich hoffe, das ermuntert euch, auch verschiedene aus dem arabischen Raum oder aus dem türkischen Raum oder in den Küstenregionen auch mal in der Freilandhaltung auszuprobieren.